Inzwischen ist es 18 Uhr am Falkenmistkasten und dieser war seit 17 Uhr verwaist. Herr und Frau Jung sind jetzt einfach zum Kasten zurückgekehrt. Herr Jung hat eine Maus gefangen und übergibt diese an seine Frau. Also hier das gleiche Bild, nur mit anderen Protagonisten. Auch er ist ein guter Versorger, fängt Mäuse und übergibt sie an seine Gattin, damit diese bei Kräften bleibt. Auch Herr Jung muss seine Tüchtigkeit als Falkenmann dadurch beweisen, dass er viel Beute schlägt und sie widerstandslos an seine Frau übergibt. Denn auch Frau Jung möchte natürlich bewiesen haben, dass ihr Mann sie im Zweifel immer richtig versorgen wird. Auch ihr ist das wichtig. Es ist jetzt natürlich total spannend zu sehen, dass hier zwar das Gleiche abläuft, es sich aber um ein anderes Falkenpaar handelt. Beide Falkenpaare erheben also Anspruch auf den Mistkasten und wir wissen noch nicht, wer gewinnt. Hier sehen wir, wie Herr Jung auf der vorderen Sitzstange sitzt und den Kasten im Auge behält. Er möchte natürlich auch nicht, dass Familie Auge zurückkehrt und den Kasten ihrerseits wieder in Besitz nimmt. Ab und an sieht man draußen andere Falken vorbeifliegen. Herr Jung hält alles im Blick. Dann kommt auch seine Frau geflogen und setzt sich an unserer Hauswand neben dem Kasten auf die Leuchte von unserer Alarmanlage. Das scheint für sie eine gute Aussichtsplattform zu sein. Jetzt haben Herr und Frau Jung den Platz getauscht. Nun sitzt Frau Jung auf der Aussichtsstange und hält alles im Blick. Auch sie beobachtet den Himmel und hofft natürlich, keine Konkurrenten zu erblicken. Auch sie hält die Stellung und versucht, den Kasten gegen eventuelle Konkurrenten zu verteidigen. Sie wird dort sitzen bleiben bis ca. 18 Uhr und dann davonfliegen. Dann bleibt der Kasten für diesen Abend verwaist. Aber nicht ganz verwaist. Es werden doch noch ein paar Lebewesen auftauchen. Am Ende haben die Fliegen den Kasten kampflos übernommen und tun sich gütlich an den Überresten der Falkennahrung. Mal schauen, wer morgen den Kasten in seinen Besitz nehmen wird. Es bleibt spannend.